Habt ihr alle eure ja doch recht ausgeprägten Chromosomenpartys auch überstanden, oder? Nur so als Hinweis, ich habe neulich gerade im Internet gelesen, das Einkommen aus Forex-Gewinnen nicht auf Alimente angerechnet werden und dass Verluste auch nicht abgezogen werden können. Schön doof, ne? So, da wir auf Sicherheit aus sind, ups, machen wir es ja richtig, damit uns das eben nicht passiert und machen das eben sauber. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen, jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und liegenden Risikos eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über spezielle Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, der die Teilnehmer auf Beispiele Aussagen dieses Seminars oder Webinars berufe, weder von Dozenten noch von Forex Pro System noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen, übrige Lizenzbestimmungen AGBs von Forex Pro System. Danke. Da ihr das so schön zur Kenntnis genommen habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr es auch akzeptiert. Wer das nicht möchte, draußen ist es gar nicht so kalt heute. So als Hinweis. Guten Morgen in den Brandenburger Raum, meine liebe Bärbel. Und die Schweizer sind sehr gut vertreten. So. Ja, das kommt hier dann bei raus, wenn man auf so einer Party unterwegs ist und zu viel getrunken hat. Man sollte aufpassen, mit wem man sich einlässt. Okay, wir werden den Morgen heute dafür nutzen, um ein bisschen auf die oder ein bisschen mehr auf die Großwetterlage einzugehen und ein bisschen darauf einzugehen, was passiert, wenn man vielleicht der Technik eine Menge von dem überlässt, was wir in der Regel ganz gerne mal verkehrt machen. Da werden wir uns mal, den nehme ich euch mal weg. Pop. Wir bewegen uns seit Tagen hier in diesem Bereich. Hier bewegen wir uns zwischen unseren Zielbereichen im Moment genau in der Mitte. Wir haben gedacht, wenn was geht, dann muss das CRV innerhalb von diesen Zielbereichen trotzdem stimmen. So, jetzt hätte ich doch ganz gerne mal das eine oder andere Piep von jemandem, der dieses Signal hier genommen hat im Bereich 16. Sauberes Alarmsignal. Und gleich danach 16,4 abwärts. Bob, man konnte den Stop sogar relativ schnell nachziehen. Das heißt, die Position sollte seit genau, also für die, die morgens aufstehen, seit 7:29 Uhr oder 7:30 Uhr sollte sie laufen. Einstieg 1:14:16. Wir sind bei 9, sprich 7 Punkte vorne. Stop gehört. Ganz sauber Break-Even. Wir können sogar jetzt schon nachziehen auf die 13, 2, 3 Punkte in den Gewinn.
Jens, oh, du machst mir Angst. Wir haben uns neulich mal die, in den Numbers-Webinaren haben wir uns mal ein paar Bilder angeguckt, so wie andere die Geschichte vorbereiten. Und die Leute, die sich sauber auf so eine Trades, auf so eine Woche, auf so eine Tage vorbereiten, sind auch meistens die, die Erfolg haben. Wir werden auch gleich mal auf die Großwetterlage und auf den DAX gucken, was ich mal zeigen möchte, ist unser Halbautomat, den wir laufen haben, der hier in diesem Bereich da long gegangen ist mit einem ganz geringen Risiko bei 69 Stopp, liegt jetzt schon auf Break-Even und läuft in dem hier automatisch hinterher. Im Pfund ebenfalls wird so sein, dass er 1,6 Punkte vorne Stopp auch schon auf 84,8, 33,5, 1,5 Punkte vorne, kann auch nichts mehr passieren. Wird so sein, dass der Junge uns dann mitteilt, was man wo macht, dann brauchen wir nur noch aufs Knöpfchen drücken. Ordermasken vorbereiten, aufs Knöpfchen drücken. Trotz der flauen Lage, die wir im Moment haben, der mageren Handelssituation, sind dann so eine Erleichterung für mich oder für uns jedenfalls ideal, weil das Ding uns die gesamten Emotionen rausnimmt und wir nicht lange überlegen müssen. Ganz kurz eine Geschichte in eigener Sache. Hier hat sich jemand angemeldet, Leonid B. Ich habe dich vorhin freigeschaltet, weil es ganz kurz vor dem Start des Webinars war. Deine Angaben sind weder komplett noch richtig. Bei der Telefonnummer einen Punkt reinzumachen und bei den anderen Geschichten, warum, wieso, weswegen man hier ist und wo man herkommt, ebenfalls einen Punkt reinzumachen, ist nicht fair. Ich werde deine Anmeldung nach diesem Webinar heute stornieren und ich möchte dich bitten, wenn du morgen oder so dabei sein willst, diese Anmeldung zu den Webinaren zu wiederholen und deine Angaben bitte zu komplettieren. Das gilt auch für alle anderen, die hier neu sind. Durch die Öffnung unseres YouTube-Kanals und die Mundpropaganda auch über Webinarguide etc. haben wir hier sehr viele neue dabei. Ich möchte nur daran appellieren, bitte euch an die Regeln zu halten. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ihr wisst ja auch, mit wem ihr es zu tun habt. Guckt auf unsere Seite. Auf unserer Seite ist unsere Adresse, das ist unsere Telefonnummer und wer ein bisschen im Netz rumsurft, weiß sogar, wie wir aussehen, er kennt sogar meinen Hund. Und da wir so fair und offen arbeiten, erwarten wir das von Leuten, die mit uns arbeiten wollen oder die uns zugucken wollen, von uns was lernen wollen, genau das Gleiche. Ja, du kannst sie mir auch gerne per Mail schicken. Ob ich die jetzt habe, weiß ich nicht. Ich habe nur heute Morgen die Anmeldung gesehen, Leonid. Ich habe nur die Anmeldung gesehen und habe dann dort gesehen, dass dort nichts hinterlegt ist. Nur so als kleinen Hinweis und eine Bitte um Fairness an alle da draußen. Okay, wir haben 7.58 Uhr. Die Position dürfte raus sein mit einem kleinen Gewinn. Die Position im Pfund läuft nicht mehr, die ist eben, Euro-Pfund ist ebenfalls raus und die Position im US-Dollar-Yen läuft noch und ist 2 Punkte im Gewinn abgesichert. Nächster Punkt, bevor wir weitermachen mit der Großwetterlage in eigener Sache. Wir werden das in Zukunft sehr genau kontrollieren. Ich habe ein, zwei Leute gefunden, die das abgleichen.
Maximale Teilnahme oder Teilnahmemöglichkeiten wird auf 5 begrenzt. Wer 5-mal dabei war, wird automatisch abgemeldet. Es sei denn, er hat sich in der Zeit entschieden, sein Konto bei WAS Health Invest über uns zu führen oder hat sich entschieden, bei uns Kunde zu werden. Nach dem 5. Mal, wir haben das aus Zeitgründen die letzten Male etwas verschlupft, aber das werden wir wieder ändern. Nach dem 5. Mal ist es, wie gesagt, kostenpflichtig, wenn man sich nicht mit uns in irgendeiner Form in Verbindung setzt. Okay, die Position ist raus. Wir warten, bis der Markt sich jetzt in oder der elektronische Markt in 5 Sekunden öffnet und dann müssen wir sehen, wie er reagiert. Wir haben die letzten 3 Tage, als ihr euch irgendwo unter Narrenkappen und in Rotköpfchenkostümen. Ne, Georg, du warst doch bestimmt als Rotkäppchen los. Radkäppchen und der Volvo. Haben wir ein paar Sachen im Blog geschrieben, so wie wir die Marktlage einschätzen. Der Markt ist etwas schwierig geworden. Im Moment, wir gucken uns das dazu mal im 1-Stunden-Chart an. Sigi, gucke ich gleich mal nach. So. Muss ich meinen Stundenchart finden. Da haben wir ihn. Hier haben wir unseren Stundenchart und wir sehen, dass er sich die ganze Zeit in diesem Bereich hier aufhält. Jetzt werden wahrscheinlich gleich im Georg war als Streichholz. Völlig nackt mit rotem Kopf. Siehst du, deswegen bin ich immer als Krapfen gegangen, habe mich in Zeitungspapier gewickelt und Schwanz raushängen lassen. Wir bewegen uns hier nach wie vor in diesem Bereich zwischen 1,1440 ungefähr und im Moment wird er immer kleiner, 1,1320. Es sind aber auch 100 Punkte. Diese 100 Punkte kann man trotzdem nutzen, um sich da ein bisschen was rauszuschnitzen. Und zwar werden wir uns das Spiel mal hier angucken. Sorry, ich bin nicht so multitaskingfähig. Ich muss auch nebenbei noch ein bisschen lesen. 16 Uhr kommt Zahlen heute Nachmittag. Ich weiß, ich habe auch gestern Abend völlig verpennt, dass ja FOMC-Protokoll kam. Aber ich hatte zum Glück meine DAX-Position abgesichert. Aber da gucken wir auch gleich mal drauf. Vor allen Dingen werden wir uns mit dem DAX heute Nachmittag intensiv befassen. Moin Moin, vielen Dank für das tolle Seminar und die Gastfreundschaft in Edelmünden. Leider ist heute arbeitsbedingt mein erster Tag, wo ich nach dem Seminar bei dir am Morgen-Webinar teilnehmen kann. Habe aber fleißig alle von dir bekommenen Infos studiert. Könnt mir vielleicht morgen oder nächste Woche einen Termin für die Einrichtung meines Rechners machen. Selbstverständlich. Olli schickt mir einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag. Denk dran, morgen ist Freitag. Da sind wir nicht ganz so früh. Kannst mir gerne einen Terminvorschlag schicken. Von mir aus auch entweder morgen und ansonsten nächste Woche. Gerne macht bitte 1-2 Ausweichtermine, weil wenn ich es nicht schaffe, gebe ich es weiter an BH.
Und lasse das dann von dort jemanden einrichten. Aber ich brauche dafür Vorschläge. Guten Morgen, Heiko. Die Mahlzeit, Heiko. Wir haben jetzt schon 8:05 Uhr und der frühe Fänger vögelt den Wurm. Ne? Nicht mittags. Wir gucken uns übergeordnet. Okay. Wir gucken uns übergeordnet dazu mal noch den 4 Stunden an. Den muss ich jetzt mal ein bisschen zusammenziehen. Das war der letzte richtige Schub, den wir hatten am 21.01., der 80. meiner Mama. Da ist er gefallen innerhalb von ganz wenigen Tagen von 16 bis 11, 500 Punkte. So, das ist ja so mal der letzte ausschlaggebende Schub. Wir legen uns da mal ein Fibo drauf und sehen, die Kreuzung davon ist genau bis in maximal, aber wirklich in den maximalen Bereich gelaufen. Seitdem bewegt er sich. Ja, die Aufzeichnung läuft. In diesem Dreieck, das kann man so oder so bewerten. Ich mache das jetzt mal ganz bewusst nicht so genau, weil uns der Dampf hier noch fehlt. Ich habe ganz bewusst diese Kanten hier jetzt mal genommen. Weil, wenn ich darüber gehe, ist das sehr genau. Wird auch nachher direkt hochgeladen, Andi. So. Und hier sehen wir, wie er sich langsam genau, auch wenn er hier jetzt leicht raus ist, wir werden es sehen, wie er sich jetzt verhalten sollte, der braucht jetzt irgendwo einen Impuls. Wenn er hier so langsam rausläuft, dann ist der Dampf weiterhin raus, wo wir wenig zu erwarten haben. Aber wenn wir das Spiel jetzt mal umdrehen und auf diesen Spike gehen, sehen wir, wenn er irgendwo in diesem Bereich über diese Marken ausbricht, und das müsste nach oben ungefähr über die 1,1440 sein, wir gucken gleich mal zusammen in den Block, um zu gucken, wo das herkommt. Wir müssten hier oben über die 1,1440, 1,1450 laufen. Hier unten ist es ziemlich klar, den Bereich hier unten unter die 1,1350, sowas in diesem Bereich, da sollte er mit Schmackes durchgehen. Heute kommt ein Brief aus Griechenland, das ist richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob die Griechen noch Sprit haben, um den mit dem Flieger zu schicken, oder ob die überhaupt noch die Möglichkeit haben, was über die Kabel zu jagen, oder ob die nicht einen Boten losschicken mit einer Lederrolle, um den Kram zu beantragen. Es ist, man kann ja gucken, wo man will. Wir, danke Jens. Wir gehen gleich nochmal darauf ein. Short-Signal aufgehoben, Long-Signal da. Wir warten den Rücklauf ab. Wir springen nicht auf den fahrenden Zug. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, es deutet ja alles darauf hin, dass die Griechen mit purer Gewalt den Euro verlassen wollen oder verlassen müssen. Wir können gar nichts, eigentlich gar nichts dagegen tun. Entweder die richten sich nach unserer Nase. Ich glaube, wir haben innerhalb der EU auch langsam das Problem und auch die Nase voll für
die Fehler, die dort gemacht werden, zu bezahlen. Also ich habe auch keinen Bock, 50% meines Einkommens abzugeben, um Griechen zu ernähren. Das ist nicht mein Ansinnen zu arbeiten. Was ja auch, wenn wir das zulassen würden, weiter zulassen würden, dazu automatisch führt, auf das, und nochmal, auf das, diese Kerze ist gleich zu Ende. Und die letzten Sekunden bestimmen in der Regel die Richtung für die nächste. Also für die, die jetzt eingestiegen sind, die schon long unterwegs sind, sollten sich das Spiel angucken. Und nach der Fertigstellung dieser Kerze sollte der Stop da knapp drunter gezogen werden. Wer hier im Seminar war, weiß auch warum. Ansonsten drehe ich dazu gerne Kurzfilme. Also, wenn wir den Griechen, wenn die das beantragen, wir geben denen nach, wäre das fast ein Freibrief für alle anderen, die da straucheln, egal ob Portugal oder Spanien oder sonst irgendwas. Da denkt ja jeder drüber nach, wieso sollen wir sparen? Die müssen es ja auch nicht. Und würden in die gleichen Fußstapfen treten, weil man sagt, okay, gleiches Recht für alle. Es wird ein harter Kampf. Der Markt wird komischerweise, solange wie ich hier unterwegs bin, außer, sag ich mal, 2008, als Lehman Brothers beschlossen haben, die Segel zu streichen, wird der Markt seit langem mal wieder durch solche Sachen gesteuert. Kein Schwein traut sich irgendwas zu machen, weil mit den Griechen weiß keiner, was passiert. Putin hält sich nicht an irgendwelche Abmachungen, die unsere Jungs dort ausgehandelt haben vor einer Woche. Die Russen machen, was sie wollen. Die Ukrainer schreien nach Hilfe. Und kein Mensch weiß mehr, wie er sich hier in diesem Finanzmarkt verhalten soll. Währung ist im Moment wirklich das Einzige, was man machen kann, wirklich ganz kurzfristige Signale, so wie die hier am laufenden Band handeln. Wir haben unsere halbautomatische Geschichte gestern laufen lassen und vorgestern laufen lassen. Und so wie ich die eben gezeigt habe, ganz kurze Position, ganz kurze Stops und da läuft es nur über die Masse. Aber das Ding hat allein am Montag 126 Punkte in fünf Währungspaaren gemacht. Aber es geht nur über die Masse. Ganz kurz rein und wieder raus. Was kein Mensch manuell alleine schafft, abzugleichen, zu eruieren. Es geht nur, wenn man eben Signale kriegt, wenn irgendwo ein Fenster aufploppt und sagt, so, dort jetzt long oder short. Nehmen wir mal hier läuft die Korrektur an. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier. Hier kommt die Ansage Short in diesem roten Bereich. Wir handeln auch im 1-Minuten-Chart. Wir werden das mal in 5 Minuten testen, ob es da vielleicht langsamer läuft. Dann kommt die Ansage Short. Dann kann man eine Position da drunter packen. Stop und so weiter, das ist alles fertig eingestellt, kann man alleine tun. Hier kommt ein Pop-up-Fenster, Short, in dem und dem Währungspaar, bupp, kann man eine Order da drunter packen. Das ist auch die, die gerade gelaufen ist. Hier ist sie geschlossen worden. Nee, da ist sie dann geschlossen worden. Das ist die, die eben gerade gelaufen ist. Dort rein, gleich wieder raus, weil die Gegenbewegung kam. Rein, raus, sogar in einer Kerze. Rein, hier, wieder raus. So, das heißt, hier kommen immer in diesem Bereich kommen dann die Signale, wo das Ding sagt, so, das machen wir jetzt.
Hier kommt in diesem Bereich Short, Order drunter, Rest läuft automatisch, muss man sich nicht mehr drum kümmern. Und wir sehen, dass hier schon 1, 2, 3, schon 4 Positionen gehandelt wurden. Das kriegen wir manuell alleine ohne Hilfe nicht hin. Ohne elektronische Hilfe. Wer hier rein ist, könnte mir ja mal sagen, wo er seinen Stop liegen hat und ob er noch drin ist. Für mich wäre es klar, nach dieser Bewegung, die wir hier gemacht haben, dahin darf er laufen, Minimum bis hier runter, was noch innerhalb unserer Wolke wäre. Er dürfte auch laufen bis in den 14er, 13er Bereich, was dazu führen müsste, den Stop, wenn man dort reingeht, klassisch auf 12 zu legen, Einstieg bei 17, 5 Punkte Risiko. Die Jungs, die drinnen sind, hätte jetzt schon gerne mal eine Meldung, wer dabei ist und wer die Stopp-Führung wie wo platziert hat. Und vor allen Dingen wie bei 14 rein, Stopp bei 16. Bei 14. Stefan. Das sind die richtigen. Genau. Baff. Ohne auf das Alarmsignal zu warten, das sind meistens auch die besseren Trades. Das Alarmsignal kam erst da. Es ist auch nur eine Unterstützung. Es ist kein Regelwerk, dass man auf das Alarmsignal warten muss. Und Stefan und Georg, die ist beide sehr akribisch machen in der Regel, haben sich genau darüber. Bewegung, das letzte Hoch der Abwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Hier ist es passiert. Bewegung, Korrektur. Da drüber, hier wird alles blau, was irgendwie wo geht. Trendlinie ist schon blau. Hier wird alles blau, was irgendwie wo geht. So, bei 14 rein und beide haben den Stop schon auf Break Even. Ja, Joachim, wir sehen uns ja in 3 Wochen. Ach so, kurzer Hinweis, in 3 Wochen. Wir haben die Seminartermine für März, April und Mai schon veröffentlicht. Wir werden wahrscheinlich sogar den Juni-Termin noch nachschieben, damit die nächsten 4 Seminare März, April, Mai, Juni feststehen. Wir haben es ganz bewusst gemacht, da wir viel mehr Bewerbungen haben oder Anfragen haben, als wir Plätze haben. Deswegen haben wir auch die Termine jetzt alle veröffentlicht, weil dann kann man sich rechtzeitig anmelden. Wir müssen das jetzt nach dem Motto machen, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und ansonsten muss man das ein Stück weiter schieben. Stimmt, Joachim, wir sehen uns erst im April. Wir haben jetzt für den März sogar Wiederholungstäter. Das heißt, wir haben im März 2 Leute definitiv, die im März das Seminar wiederholen. Einer war schon vor einer ganzen Weile da, vor 4 Jahren oder 5 Jahren, und einer vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren oder so. Wer das möchte, kann gerne anfragen. Wir werden dann, wenn wir dort überwiegen, sehr viel tiefer in die Praxis und in die Wiederholung gehen. Wir haben unser Seminarprogramm umgeschmissen von der Zeit her. Wir
haben beschlossen, da wir jetzt inzwischen von den Teilnehmern 70 Umfragebögen liegen haben. Erstmal danke dafür, dass ihr die so fleißig ausgefüllt habt nach einer Seminarteilnahme. Wir sagen immer, es hilft uns auch weiter und es wird immer wieder drauf gedrungen, mehr praktisch zu machen, mehr zu üben. Deswegen haben wir die Seminare nicht mehr auf Samstag, Sonntag, Montag gelegt, sondern wir werden sie jetzt Sonntag, Montag, Dienstag machen, um den Montag und den Dienstag mit laufenden Kursen auch arbeiten zu können, so dass wir den Sonntag nutzen für die Theorie und Montag, Dienstag dann verarbeiten können, um im laufenden Chart zu arbeiten. Könntest du vielleicht an die E-Mail mit den Adressen der anderen Seminarteilnehmer, die du uns schicken wolltest, denken? Dann kann man sich austauschen, wie es dann... Ich kann dir gerne die Mail nochmal zuschicken, Olli, aber an der letzten Mail, die ich euch geschickt habe, habe ich alle Teilnehmer in CC eingefügt. Das heißt, in der Mail siehst du die E-Mail-Adressen von den anderen Teilnehmern. Aber ich kann dir gerne die E-Mail-Adressen nochmal zukommen lassen. Es war ja so besprochen, dass die E-Mail-Adressen untereinander ausgetauscht werden dürfen. Wie, du hast keine Mail bekommen? Mit dem Fragebogen und so weiter? Die schicke ich dir gleich nochmal zu. Alle anderen haben sie gekriegt. Ich pull die nachher gleich mal raus und schicke sie dir, leite sie dir nochmal weiter. Wann kommt das halbautomatische System? Also, wir sind wahrscheinlich, bei uns laufen die letzten Tests und wie ihr seht, lassen wir die in Live-Konten laufen. Und wenn die Performance passt, wird es zeitnah kommen. Wir sind gerade mit BH dabei, die rechtliche Geschichte abzuklären, wie wir das machen. Es wird einige Änderungen geben. Es wird diesen Halbautomaten im BH wird einen extra Store, einen extra Shop einrichten, wo das dann für uns vollautomatisch abgewickelt wird. Das heißt, wir werden diesen Halbautomaten nicht verkaufen, wir werden ihn lediglich vermieten. Wir wollen uns keiner Verpflichtung aussetzen, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich habe das jetzt gekauft, jetzt will ich wissen, wie ich das mache, wie ich das mache, wie ich das mache. Und ich habe ein Recht darauf, dass das Ding genutzt wird. Die Leute sind ja so, wenn sie irgendwas haben, wenn sie irgendwas bezahlt haben, wenn sie irgendwas gekauft haben, wollen sie das ja auch nutzen. Wenn wir der Meinung sind und wenn es nicht performt, ziehen wir die Reißleine und schalten das Ding ab. Das heißt, man kann über bestimmte Zeiträume, wahrscheinlich im Dezember und Juli, August oder so, wenn es ganz schwache Monate sind, sobald das Ding nicht performt, wird es abgeschaltet. Dann hat keiner ein Anrecht drauf, für den Monat wird dann auch nicht bezahlt. So einfach wird das gehandhabt, damit wir da sauber bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass wir es bis Ende März, spätestens Ende März, stabil am Laufen haben. Noch schrauben wir jeden Tag rum. Wir sind in Testversion B5. Ja, also ich will mich jetzt nicht auf einen Termin festlegen, dann habe ich immer das Problem. Erstmal kriege ich dann Ärger mit Rolando, weil er mir sagt, ich soll mich nicht so unter Druck setzen und er hat vollkommen recht. Wenn wir jetzt wieder irgendwas zusagen und sagen, wir machen das dann und dann, dann haben wir mehr, Long ist vorbei, ja, mehr damit zu tun. Gehen wir gleich mal drauf ein. Haben wir ja mehr damit zu tun, Mails zu beantworten, wann, wie, wo, warum und so weiter. Aber wir haben das Problem schon im DAX. Wir treten in der DAX-Geschichte auf der Stelle,
wahnsinnig leid tut, aber wir führen deswegen den Blog, sobald es im DAX irgendwas zu tun gibt oder irgendwelche groben Parameter, Anhaltspunkte sind. Aber der DAX ist im Moment nicht nach Regelwerk, nach unserem Regelwerk handelbar. Kurz nachdem wir das Ding fertig hatten, mit allem drum und dran, hat er alle Regeln über den Haufen geschmissen. Das haben wir im Sommer gesehen, das haben wir im Herbst gesehen, das sehen wir im Moment wieder. So. Hier die Long-Geschichte, ob die nun vorbei ist, wissen wir nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns noch zwischen den beiden Zielbereichen, wir bewegen uns noch zwischen der 24 und der, also 1,13, 14, 24 und zwischen der 1,14. Genau stramm dazwischen hin und her. Wir haben eine Handelsspanne von 12 Punkten. Das ist für die erste Stunde, für die ersten anderthalb Stunden ist das gar nichts. Null. Niente. Zeugt davon, dass der Markt darauf lauert, was die Griechen vorhaben, wie die sich äußern und wie denen ihr Antrag auf ein Antragsformular ausfallen wird und wie das aussehen wird. Wir werden uns, keine Ahnung, irgendwann im Laufe des Tages, wir werden uns wahrscheinlich so lange in diesem Bereich hier immer so 2-3 Punkte unterhalb der Kante befinden und müssten 2-3 Punkte darüber agieren. Das heißt, solange er hier hin und her springt, haben wir nach Euro pro wenig zu tun. Entweder machen wir es so wie hier, nehmen diese Position, gehen da rein, sichern die relativ schnell Break-Even ab. So wie die Jungs, die hier long gegangen sind, genau das gleiche, Break-Even plus 1 oder plus 2. Oder Plan B, für die wissen, welche Wirkung wir haben können in diesem Bereich, dass man sagt, okay, man schwenkt mit der Denke relativ schnell um und sucht sich in diesem Bereich, wenn sich so eine Umkehrformation irgendwo bildet, eine Short-Position mit dem Take-Profit hier unten und hier unten an dem Zielbereich eine Long-Position mit dem Take-Profit hier oben, dass man sich hier vielleicht 5-6 Punkteweise sowas rauspoolt, um zu ein paar Pünktchen zu kommen. Richtig, der DAX hatte gestern eine Handelsspanne von 86 Punkten oder von 75%. Das ist gar nichts. Das zeugt aber auch davon, dass der Markt auf Reaktion wartet. Und solange sind uns die Hände gebunden. Handeln können nur die, die in der Position irgendwo drinne hängen oder günstige Einstiegspunkte finden, so wie wir gestern geschortet haben und dann wieder rausgeflogen sind, genau wie wir gestern den Euro geschortet haben, dann auch wieder rausgeflogen, allerdings mit dem Tagesziel. Immerhin war er gestern schon mal bei 1,13 und 30 oder 1,1326 oder so. Gucken wir ganz schnell nach. Bup. Da haben wir das Tief von gestern, 1,1333. Wir haben uns gestern über 14 oben eine Short-Position gesucht und dann gesagt, okay, hopp oder top, hat auch nichts gebracht. Break-Even ist fast nicht möglich mit Spread von 2 Punkten. Das ist richtig, das ist schwierig. Wenn man Spread-basiert handelt, ist es etwas schwierig, dann Break-Even zu gehen und plus 2. Das lässt sich aber in der Plattform auch definieren, dass man sagt, okay, wenn ich Break-Even gehe, soll das Spread berücksichtigt werden. Wenn da Bedarf besteht, bitte eine kurze Mail schicken, dann drehe ich bis zum Wochenende oder übers Wochenende den Film dazu und erkläre das, wie man das macht, dass man die Plattform einstellt, dass Break-Even auch den Spread berücksichtigt. Das ist vollkommen richtig, dass es dann schwierig ist, Break-Even zu gehen oder da sauber rauszukommen aus der Geschichte, aber Sicherheit kostet nun mal Geld. Dafür haben die Jungs, die Spread-basiert handeln, auch die Sicherheit, keinen größeren Spread als 3 Punkte zu haben. Die
dafür muss ich eben in Kauf nehmen, dass ich eben ein Spread von 2 Punkten habe. Die Jungs, die Commission-based handeln, sind ein bisschen günstiger, aber auch ohne Sicherheit unterwegs. So wie heute, wo wir nicht wissen, was passiert mit den News oder was passiert zu den News, wenn die dann kommen. Dann weiß kein Schwein, was passiert, und wir wissen überhaupt nicht, wo sollen wir den Stop überhaupt hinsetzen. Da wir keine Absicherung haben, die spreadbasierten Jungs, wissen, dass sie einen Stop auf maximal 3 legen müssen. Nach Markttechnik, etc., die Commission-based handelnden Jungs wissen das nicht. Joachim, deine Lektüre liegt schon hier vorne fertig eingetütet. Wenn ich das richtig sehe, geht das, wenn nachher so ein gelbes Pferd vorbeikommt mit einem blauen Postillon drauf, dann drücken wir ihm das in die Hand. Müsstest du morgen, also spätestens zum Wochenende, haben. Ist uns auch ein kleiner Fehler unterlaufen. In der Regel geht das hier aus dem Beruf viel schneller raus. Das war mein Fehler, das weiterzuleiten. Sorry, aber ist zum Wochenende da. So, werfen wir mal noch einen ganz kurzen Blick auf den DAX. Und da will ich jetzt gar nicht so groß, so übermäßig drauf eingehen, sondern ich möchte euch eigentlich bitten, mal in unseren Blog zu gucken, weil im Blog kann man auch sauber nachvollziehen, was da passiert. Den Rest dieses Tierchens würde ich euch bitten, dann dort zu entnehmen. Ansonsten machen wir das morgen Nachmittag. Heute Nachmittag, sorry. Wie kann man sich im Blog anmelden, um einen Kommentar zu schreiben? Also für Kommentare ist das gar nicht vorgesehen, Eiko, weil ich ansonsten den ganzen Tag damit beschäftigt bin, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die im DAX irgendwas von sich geben, was nicht unbedingt relevant sein muss. Wenn jemand dazu was hat, kann er das gerne mitteilen. Dann werden wir sehen, was wir da machen können. Also, das hier solltet ihr euch im Blog einfach mal angucken. In diesem Bereich haben wir genau das Spiel, dass wir die gleiche Problematik haben, wie wir sie im 10.000er Bereich hatten. Wir können da mal ein bisschen zurückgucken. Guckt euch das Bild an und guckt euch das Bild hier an. Danach ist er erstmal Bob abgeschmiert und nochmal ganz kurz Luftgut, um dann richtig abzuschmieren. Wie lange die Phase hier oben dauert, werden wir sehen. Hier waren es vom 27.05. bis, waren das 5 Wochen oder so. Also hier haben wir auch noch ein bisschen Zeit, aber meistens sind so eine Hürden, die werden ein paar Mal angetickt und dann nochmal ein kurzes Spike und dann geht's ab wie Lucy.
Der Markt ist auch überhitzt, er ist völlig empfindlich gegenüber News. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn die richtigen News kommen, gibt's was auf die Mütze. Also wenn jemand zu den Sachen, die im Blog stehen, Fragen hat oder so, schickt uns bitte eine kurze Mail. Also jetzt keine Bücher, eine kurze Mail. Dann gehen wir doch gerne drauf ein und erläutern das. Ich teste gerade eine Software, dass ich Mails auch per Sprache beantworten kann. Wenn das funktioniert, sind wir da auch ein bisschen schneller. Okay? Also, wir fassen ganz kurz zusammen. Wir haben im Stundenchart uns jetzt das Theater angeguckt. Wir haben uns im 4-Stunden-Chart das Spiel angeguckt, wo wir uns hier immer noch hier drinnen bewegen. Zeichnet euch dieses Dreieck ein, macht eure Langzeitanalyse, so wie wir das hier gemacht haben. Wir sehen, dass diese Linien hier immer wieder Wirkung haben und das nicht zu knapp. Wir müssen warten, bis er aus dieser Geschichte hier ausbricht. Er keilt sich hier so langsam ein. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Das muss nicht mal diese Woche sein. Das kann auch nächste Woche sein, dass er dort rausfloppt. Aber dann umso heftiger. Bereitet euch auf so eine Sachen vor. Nutzt die Zeit auch, um so eine Langzeitanalysen, so eine großflächigen Analysen zu machen. Im DAX begleiten wir euch auf ufbas.de. Ufbas.de könnt ihr buchen als RSS. Dort kriegt ihr dann die entsprechenden Nachricht, wenn wir dort was geschrieben haben. Heute wird es noch 1,5 Stunden dauern, bis wir das dort veröffentlichen machen, nämlich erst, wenn der Film konvertiert ist. Hier aus diesem Markt halten wir uns raus. Wir bewegen uns immer noch in der 11-12-Punkte-Range. Also in dem Fall neige ich eher dazu, schnell umzudenken und zu gucken, hier oben mir eine Short-Position zu greifen, da haben wir unseren Zielbereich. Ich nehme mal den raus, um das nicht zu irritieren. Wir haben hier oben den Zielbereich, kurz darunter in diesem Bereich würde ich sehen, zu shorten, Stop oben drüber und Umtick Profit hier unten und so lange in der Range mitgehen, so lange wie er sich da drinnen bewegt. Mehr Infos zu allem, was hier jetzt heute aufgetaucht ist, auch zu dem Halbautomaten ETC, gibt es, sobald wir was haben. Joachim K., schick mir bitte mal kurz eine Mail mit deinem Handbuch, mit deiner Adresse, damit der Umschlag, der hier vorne liegt, auch beschriftet werden kann, wo wir das Ding hinschicken sollen. Viel mehr gibt es heute in dem Webinar für Europroler nicht zu sagen. Wir werden auf den Rest heute Nachmittag eingehen. Im Nachmittagswebinar werden wir uns den DAX etwas mehr auseinanderpflücken. Als Punkte vielleicht noch, wenn er hier oben rausgehen sollte, haben wir wieder die 1,1440, die wir von vorgestern schon kennen auf dem Deckel, die er sich oben holen könnte oder holen sollte. Und wenn er unten rausgeht, haben wir hier sogar den Bereich von 1,1380, den er sich holen sollte. An beiden Punkten ist www.ufbas.de geboten. Also, bleibt schön vorsichtig, wie im Karneval auch, ne? Aber die Jeckenzeit ist ja nun zum Glück auch vorbei. Bob, da haben wir es schon. Jetzt habe ich den Future nicht auf. Vielleicht hat Matthias ja den Euro Future auf. So wie das aussieht, hat mir jetzt eine richtig schöne Volumenspitze hier. Kann das sein? Okay. Dann warten wir mal noch 2-3 Minuten, weil sollte sich das hier als Fake erweisen, ist es
ratsam, sich hier drunter diesen Fehlausbruch, das mache ich jetzt mal für Seminarteilnehmer, hier drunter einstoppen lassen bei der 21 und den Stop direkt da oben drüber. Und dann Hop oder Top. Geht er hier oben raus, fällt die Stop-Order hier unten weg. Also ich jetzt von mir aus auch bei 20 oder so einstoppen lassen. Wer kann mir von euch sagen, wie ich meine Future Station richtig einrichte? Das kann dir fast jeder sagen. Zieh einfach ein Ticket oder schick uns eine Mail. Dann wird das einer von uns per Fernwartung übernehmen. Stefan. Das sind so diese Fakes. Zielbereich ganz kurz durchspiked und gleich wieder zurückgelaufen, die dazu führen könnten. Auf jeden Fall sollte man genau in diesem Bereich, das ist das, was im Handbuch auch beschrieben ist, sollte man in diesem Bereich mit Long-Position vorsichtig sein oder wenn man diese Long-Position mit dem Alarmsystem einnimmt, wenn man die nimmt, dann direkt darunter absichern. Da hier nur ganz kurz raus ist, sollte man sich hier entweder ganz raushalten oder wenn man weiß, aus einer Seminarteilnahme oder so, was man hier machen kann, sollte man sich hier einen Short-Einstieg suchen, Stop direkt da oben drüber, Take Profit hier unten hin. Einstieg bei 20, Take Profit bei 1.14.03. Marken aufschreiben. Dann kann da auch nicht viel schief gehen. Marken aufgeschrieben. Wir gehen heute Nachmittag nochmal darauf ein und werden es auch morgen früh nochmal auseinanderpflücken. Okay? Ich mache mal sicherheitshalber ein Bild davon, dann können wir da nämlich auch was zu machen. Alles klar. Okay, wir sehen uns wieder heute Nachmittag, den einen oder anderen. Die anderen sehen wir morgen, nicht morgen früh, am Dienstag früh in alter Frische. Wer im März noch einen Seminarplatz beanspruchen will oder im April, sollte schnell sein. Die wären oder sind schon so gut wie weg. Okay, wir sehen uns heute Nachmittag wieder und die anderen dann am Dienstag. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Genießt es, Stops hier, wie gesagt, wer jetzt hier Short rein ist, Stop direkt da oben drüber, Take Profit hier unten, 2-3 Punkte über diesen Zielbereich. In diesem Sinne, bleibt schön sauber. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.